So, während die PlayStation gerade wieder denkt, sie wäre am Frankfurter Flughafen. Der Satz wird auch, der Spruch wird auch nie alt. Gehen wir jetzt endlich mal mit der Story weitermachen. Nachdem ich ja beim letzten Mal alles so rigoros erforscht habe. Aber trotzdem mit diesen Worten erstmal, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Recording von Let's Play God of Boy. Ab geht's in Tiris Tempel. Was hat die nur, ey? Na egal. So. Hoffen wir diesmal ohne Unterbrechung. Da geht's weiter. Wie es vor? Den Tod ich selbst nicht verschlinge, auf das ich wieder leben kann. Oh, das gefällt mir. Ob ich das nur verfasst habe? Passiert nichts. Vorgelesen. Muss ich irgendwas machen? Hallo? Boy? Scheinbar hat das Spiel abgehängt. Was hat die PlayStation denn? Ich habe das Gefühl, die explodiert gleich. Immerhin ist sie kalt. Der Lüfter funktioniert, wie ihr hört. Aber heiliger Wimpern. Was ist da los? Na gut, ich kann momentan leider auch nirgendwo hingehen, um sie zu untersuchen zu lassen. Weil das Corona-Zeug alles zu hat. No. Wie war das? Wie ist vor? Den Tod ich selbst nicht verschlinge, auf das ich wieder leben kann. Oh, das gefällt mir. Ob ich das nur verfasst habe? Da passiert nichts. Muss ich hier durch? Achso. Ne, das ist nur außen wieder. Hä? Auf ein neues. Wie ist vor? Den Tod ich selbst nicht verschlinge, auf das ich wieder leben kann. Oh, das gefällt mir. Ob ich das nur verfasst habe? Was los? Und jetzt? Kann es jetzt nicht weitergehen? Ist das dort die Antwort? Da steht Erde. Verschlingt den Tod, bringt wieder Leben. Los. Jürt. Okay, ich war ein bisschen hohl. Ich dachte, das Spiel hätte schon geglitscht. Hätte ich in Alfheim gewusst, dass ich ein Gott bin, hätte ich mich nicht so schlecht dabei gefühlt, Alm zu töten. Eine sehr eigenwillige Schlussfolgerung. Du musst nichts bereuen. Die Alben haben sich uns aufgedrängt. Nein, ich verstehe es jetzt. Wir hatten Götter Dinge zu erledigen, und dann kamen sie und haben uns in ihre kleinen Probleme reingezogen. Sollten wir das so im Raum stehen lassen? Ich meine, seit ich weiß, dass wir Götter sind, fühle ich mich so viel stärker.
Vielleicht fühlst du dich gerade etwas zu gut. Macht stellt dich vor eine schwere Wahlklammer. Du kannst entweder dir selbst dienen oder dich in den Dienst anderer stellen. Wie Tee. Sie haben ihn geliebt, ha? Huh? Ja, ein Gott des Krieges. Doch einer, der für den Frieden kämpfte. Es hieß, er war heroisch und gerecht und setzte Macht und Wissen ein, um Kriege zu beenden, anstatt sie anzufangen. So gibt es gut. Das soll alle paar Monde mal vorkommen, ja. Kratos, hä? Wie wird das? Ein Gott des Krieges? Hier werden Orte erwähnt, die ich nicht kenne. Offenbar ist Tyr gerne gereist. Tyr glaubte, dass der Verstand und nicht pure Macht Krieg und Chaos verhindern könnte. Und er wusste, dass ihm der Besuch anderer Kulturen eine Weitsicht gab, die er daheim nie erlangen würde. Odin häufte Wissen an und bewachte es eifersüchtig. Tyr hingegen war offen und teilte seine Lehren und seine Weisheit. Deshalb liebten die sterblichen Tiere und brachten ihm Geschenke aus der ganzen Welt. Nice, das sieht doch aus, als ob wir Asiaten waren. Und was ist mit Tyr passiert? Odin sah in ihm eine Bedrohung für seine Herrschaft. Er verdächtigte Tyr, mit den Riesen gemeinsame Sachen zu machen, anstatt zu helfen, ihre Geheimnisse für die Asen zu stehlen. Das hat er mir auch vorgeworfen, wobei er in Tyrs Fall recht hatte, glaube ich. Tyr hat den Riesen geholfen? Ich glaube schon, er fühlte sich verantwortlich für das Leid, das Odin über sie gebracht hatte. Ich vermute, er hat ihnen geholfen, ihre Spuren zu verwischen. Der fehlende Weltenturm. Genau. Was immer mit ihm geschehen ist, konnten die Riesen meiner Ansicht nach nur gemeinsam mit Tyrs Hilfe durchführen. Nice. Ich finde es interessant, wir sind erstmal in so eine Schale oder so in einem God of War Teil gefahren, ohne von zigtausend Viechern angegriffen zu werden. Ich hab irgendwie gerade so Pandora-Flashbacks. Alter. Im Ernst, PlayStation, hier ist viel mehr gerade los, grafikmäßig, und hier kackst du mich nicht so an. War ja klar. Natürlich müssen da Rätsel vorkommen. Ich hatte so viel Inspiration. Nein. Auf andere Geschichten. Ich hatte es aber gehofft. Und was jetzt? Bewegung, sonst verlierst du sie. Wohin muss ich sie schießen? Das habe ich ja auch gesehen, aber ich habe das nicht weiter. Ja, ist es. Andere Seite, schnell. Komm, ich dreh dich schneller, Ring. Hey! Willst du mich verarschen? Ich hab... Will er mich verarschen? Okay, was soll ich denn hier sehen? Forschen wir die erstmal an. Die ist ja nice, die Schatzkammer. Ah, Skien du auf dem. Früher dich selbst auch an. Ja, nimm. Vielleicht müssen wir uns unterwegs mal Butter aufs Brot schmieren. Genau deshalb kann dich niemand leiden. Hauptsache, wir machen erstmal alles in Tyrs Kammer kaputt. Aber ich meine, eigentlich steht es ihm zu, dass er selbst ein God of War. Ich habe aber jetzt, glaube ich, eine Idee, wie ich mit dem Hehlfeuer arbeiten soll. Frage ist, ne? Okay, wir versuchen mal was. Genau deswegen kann ich niemanden leiden, ey. Der Typ. Na?
Was haben wir jetzt ausgelöst dadurch? Oh, shit. Ich vermute mal, Tier wollte einfach nicht, dass wir hier reingehen. Seht mal, schmale Durchgänge an den Seiten. Perfekt für den Jungen. Aber Vater kommt doch nicht durch. Ich komme klar. Ja, wir haben God of War 1, 2 und 3 und 4 gespielt. Gott, hier komme ich echt nicht durch. Jetzt! Sei bloß vorsichtig. Freya ist gerade durch die, um dich wieder zusammenzuführen. Sehr stark. Holy shit, was das frisst. Ja. Was das frisst? Sag mal, bin ich denn blöd oder was? Nein, wie soll ich das denn hier rüber transportieren? Seid ihr gerade scheiße? Sieh mal da! Alter, nein. Griechenland. Die Vase. Guckt euch an, wie geil. Genug jetzt damit. Vergiss nicht, warum wir hier sind. Mach ich nicht. Gib dich ein Helm. Ja, er sieht's. Ahahaha. Aha, da hinten ist ein nächster Mechanismus, wo ich denn durch muss. Lass mal gucken, ob wir hier irgendwas so plündern können. Außer alles kaputt machen. So, fuck auf die Kiesen, ey. Hey, sag mal. Aber ein Siegel. Irgendwo ist hier also wieder so eine Truhe. So, jetzt ist die Sache. Ah, das kann ich öffnen. Ich wollte schon sagen, weil ich kann noch nie im Leben diese Hehlwinde durch diese ganzen Hindernisse da bringen. Natürlich gibt es erstmal Gegner. Oh, die sind ja plötzlich Level 3. Get on my level, bitch. Wir reden gerade, wenn du da mal auch ankommst, ne? Ah.
Wolltest du was? Wolltest du was? Talk to me, my son again. In real time, weapon change. Was kriegst du denn hier rum? Ich hab genau gesehen, was du unter mir hattest, vorhattest. Was war das? Arschkopf. Das ist jetzt nicht wichtig. Du warst offenbar wichtig. Es war impulsiv. Schenke meinen Schwächen keine Beachtung. Wow, das war doch fast eine Entschuldigung. Du zerschlägst wohl einfach gerne Tonwaren. Alter, wie nice das hier so angelegt ist. Hoffentlich sieht das Anspielen an andere God of War Teile. Hey, guck mal. Kann ich da hochklettern? Logisch gesehen sollte sich der zweite Ring so verhalten wie der erste. Du musst nur die Winde anfangen. Dann mache ich ja gleich, Meister. Chill halt eine Runde. Ich wollte eigentlich erst mal gucken, was hier alles ist, aber gut, dann mache ich das was. Nein, das war schlecht. Ich gehe am besten auch darüber. Damit der Weg nicht so weit ist. War ja sogar gar nicht mal so verkehrt, hier rüber zu laufen. Wolltest du was? Immer fliegen lernen. Noch einer? Ivan will ich. Hm, natürlich geht's wieder voll. Ich will von jetzt an nur die Wahrheit wissen, ja? Egal, ob sie mich verletzt oder nicht. Ich will lernen. Nur weil du es hast, ein Gott zu sein, muss ich es nicht. Da könnte er ja eigentlich mal drauf antworten, ne? Kratos. Gut. Also, nächster Hindernisparcours. Zwei Stück. Ah, der führt mich zu der Truhe. Okay, aber ich muss noch zwei Siegel finden. Gut, hier hätten wir. Seht mal, das sind die Wolfriesen, die Göln, die Ragnarök. Die Bringer von Tag. Wenn sie Sonne und Mond gefangen haben, dann sind Ragnarök, stimmt's? Kanntet ihr sie? Keine Ahnung, er macht sie offenbar genug, um seine Gruft zu retten. Und nur gucken, ob ich hier noch was finde. Wir sehen. War echt, also echt schon geil designt. Aber habe ich glaube ich auch schon öfter jetzt zum Ausdruck gebracht.